eines der nächsten Etappenziele so im Leben oder in der Entwicklung der Tiara wird wahrscheinlich so die Sprache sein, neben dem Laufen natürlich, wo irgendwann kommt und ihr überlegt euch vielleicht schon, was wird das erste Wort sein? Wird es eine Mami sein oder Papi? Oder wird auch eher ich oder nein? Wir wissen es jetzt gerade noch nicht. Aber die Familie ist auch der Ort, wo wir miteinander lernen reden. Und nicht umsonst heisst unsere erste Sprache ja auch Muttersprache, obwohl sie vom Vater wahrscheinlich auch etwas hat. Aber es ist die erste Sprache, die man in der Familie lernt, wo wahrscheinlich keine andere, auch wenn man sie super gut später lernt, je wird ganz Konkurrenz machen können. Miteinander reden. Tiara und die Kinder, die jetzt gerade auch einen Stock weiter oben miteinander spielen und auch miteinander auf Gott hören, die wachsen in einer Welt auf, wo Kommunikation allgegenwärtig ist. Auf jeden Fall Kommunikationsmittel. Da haben wir hunderte von Möglichkeiten. Wir können überall sein und miteinander reden. Es ist egal, ob man gerade auf dem Sessellift sitzt oder doch auf den Zug hechtet, einen Waldspaziergang macht oder im Büro sitzt. Wir können miteinander reden. Ich habe heute Morgen sogar an 3 verschiedene Orte oder noch mehr Orte hier reden. Wir haben da unglaublich viele Möglichkeiten bekommen in den letzten Jahrzehnten. Ich mag mich erinnern, als ich Kind war, also als ich jetzt auch noch zu denen gehört habe, die da einen Stock weiter oben miteinander eine coole Zeit hat. Da haben wir mal in der Schule so die Aufgabe gehabt, uns die Zukunft vorzustellen. Was wird echt denn anders sein? Oder? Weil wir haben ja gewusst, bei unseren Eltern sind auch schon Sachen noch anders gewesen. Was kommt echt bei uns? Und ich habe dann, ich weiß nicht mehr, ob geschrieben oder gezeichnet, aber ich mag mich noch gut erinnern, dass ich mir überlegt habe, etwas ganz Schräges, habe ich gedacht. Wer, wenn man sich beim Telefonieren sehen könnte? Ja, meine Kinder heute, die haben nur ein Mühe zu lächeln, wenn ich das natürlich sage, weil für sie ist das totaler Alltag. Auch Tiara wird das gar nie bezweifeln, dass man das kann, beim Telefonieren sich sehen. Und seit der Pandemie bezweifeln auch die älteren Generationen ja das auch nicht mehr. Man kann sich beim Telefonieren heute auch sehen. Kommunikationsmittel oder Kommunikation, wie es sich entwickelt hat, ist ein riesen Business geworden. Es verbindet uns über riesige Distanzen hinweg, heute fast zum Nulltarif. Die Frage ist einfach, ist eigentlich das Miteinander reden auch tatsächlich so viel besser geworden? Ist unser Reden vor lauter Phone im Sack auch einfach immer smart? Oder ist die Kommunikation nicht doch auch immer noch oft sehr herausfordernd? Und es geht uns vielleicht eigentlich im Miteinander reden gleich, wie Sandra und Michelle wahrscheinlich in ein paar Monaten auch jemanden werden, aus der Wäsche schauen, wenn die kleine, herzige Tiara versucht, etwas zu sagen. Es ist so unglaublich süß, aber man versteht es halt manchmal trotzdem nicht. Und dann haben wir einfach das Fragezeichen. Und so ist es vielleicht auch in der Kommunikation später noch. Kleine Kinder versuchen herauszufinden, irgendwann, wie sie sich mit Wort können verständlich machen können. Man muss dann irgendwann nicht mehr bloßstempeln, man hat noch andere Mittel zur Hand. Und das ist ein wahnsinnig faszinierender Prozess. Ein deutscher Durchschnittssprecher, ich zähle uns jetzt einfach mal so ein bisschen zu den Durchschnittssprechern, vielleicht bist du auch überdurchschnittlich. Aber ein deutscher Durchschnittssprecher hat anscheinend etwa 15'000 Worte, wo man so einfach spielend aus unserem Wortschatz zupfen und dann können brauchen, wo man nicht mehr überlegen, wie sagen wir jetzt schon wieder dem Ding, wir können es einfach so benennen, ohne lang zu studieren. Und trotzdem 15'000 Worte, die wir zur Verfügung haben, ist es oftmals überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir einander auch verstehen. Wissenschaftler aus der Kommunikation, die sagen zum Teil sogar, dass eigentlich das Missverständnis der Normalfall ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir einander verstehen. Wir haben zwar 2 Ohren geschenkt bekommen, die wir hören können, wenigstens mehr als Müller. Und trotzdem bleibt es manchmal eine Kunst,
Der bekannte Kommunikationspsychologe, der Schulz von Thun, ist wahrscheinlich ein Begriff. Er hat uns mitgegeben, dass wir ja nicht nur zwei Ohren haben, sondern anscheinend eigentlich vier. Vier Empfangskanäle. Und ich bin also froh, dass wir die nur virtuell haben, weil es sieht wirklich blöd aus, wenn wir die echt hätten. Aber wir haben sozusagen vier Ohren. Ein blaues, das ist die Sachebene. Da geht es darum um die Frage, was sagst du mir für eine Information? Manchmal haben wir aber auch das grüne Ohr offen. Das ist das Selbstoffenbarungsohr. Und dann höre ich, was sagst du mir über dich selber? Das gelbe Ohr ist das Beziehungsohr. Und wenn da jemand etwas sagt und ich es auf diesem Kanal empfange, dann höre ich, was du mir über unsere Beziehung sagst oder was du mir sagst, wie du zu mir stehst. Und das rote Ohr ist nicht das, wenn es einem peinlich ist, sondern es ist das Appellohr. Und wenn wir das rote Ohr offen haben, dann hören wir, was der andere von mir will. Was ich sollte tun. Und so haben wir mit diesen vier Ohren oftmals ganz verschiedene Möglichkeiten, auch schon einfachste Sätze sehr unterschiedlich zu verstehen. Ihr habt jetzt wahrscheinlich gemerkt, ihr solltet die gleichen Farben in der Hand haben, es sollte am Anfang im Eingang geklappt haben. Auch in der Cafeteria, falls ihr es dort übersehen hättet, könnt ihr jetzt den hintersten Zettel noch durch die Reihe geben. Aber ich glaube, ich habe es genug in den Weg gestellt. Jetzt, wir machen ein kurzes Beispiel, wie das denn so etwas sein kann, wenn man da so verschieden empfiehlt. Daniela und ich, wir sind ja da heute im Gottesdienst zusammen im Einsatz. Wir sitzen da vorne zusammen in der Reihe. Und nach dem Gottesdienst können Sie vielleicht folgenden Satz zu mir sagen. Der Gottesdienst hat heute länger gedauert als normal. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das unterschiedlich zu hören. Der Gottesdienst hat heute länger gedauert, zum Beispiel mit dem Sachebenohr. Ich habe auf die Uhr geschaut und ich habe gesehen, dass der Gottesdienst heute bis um 23:30 gedauert hat. Das ist ein bisschen länger, als eigentlich auf dem Plan steht. Ich könnte aber auch etwas ganz anderes hören in dem einen Satz. Der Gottesdienst hat heute länger gedauert. Vielleicht sagt mir Daniela ja etwas über sich selber. Boah. Ich bin heute Morgen im Fall mega müde. Weißt du, wir hatten gestern Besuch gehabt und es ist so spät geworden und es fällt mir mega schwer, um mich zu konzentrieren. Wenn ich so lange muss, einfach nur da hocken, dann kommt mir der Gottesdienst lang vor. Vielleicht habe ich aber auch das gelbe Beziehungsohr offen und dann höre ich in dem Satz, der Gottesdienst hat heute länger gedauert, dass sie etwas über uns zwei sagt. Ah, so schön, dass es heute ein bisschen länger dauert. Hey, wir haben heute so viel Zeit miteinander und ich hoffe, du hast nachher auch noch Zeit für einen Kaffee und einen Schwätz. Weißt du, dann haben wir wirklich wieder mal Zeit. Du musst nicht gleich heim, gell? Wäre noch cool. Ich sehe, wir können natürlich die verschiedenen Ohren auch auf dieser Ebene auch positiv oder negativ fühlen. Ich habe jetzt einfach mal eine Variante gewählt. Ich könnte aber, wenn sie zu mir sagt, nach dem Gottesdienst, der Gottesdienst wird länger dauern, absolut gut, auch das Appellohr aufmachen. Und dann höre ich. Hey Mann, kannst du dich nicht ein bisschen kürzer halten in der Predigt? Weißt du, 20 Minuten steht auf dem Plan. Und weißt du, also auch ein Lied im Lobpreis könnte man ja streichen. Hey, ich muss um 12 Uhr, gibt es zu Mittag daheim? Weißt du, wir müssen ein bisschen Gas geben. Und die Kinder oben, die müssen so elend lang warten, wenn es so lang geht. Das ist also nichts, hä? Also ihr merkt, das, was Daniela jetzt gesagt hat oder so ein bisschen ausdeutscht hat, ist nicht das, was sie wirklich sagt, sondern das, was ich wirklich höre in dem seinen Satz. Und wir probieren jetzt das gerade mal miteinander aus, ob wir auch unterschiedliches hören in ganz einfachen Sätzen. Und für das habt ihr jetzt eben zwar nicht in Ohrenform, das wäre mir dann doch ein bisschen zu lang gewesen, das auszuschneiden, aber ihr habt die gleichen Farben, ihr habt also das Blaue, dürft ihr wählen, wenn ihr es auf der Sachebene hört. Das Grüne, wenn das für euch eine Selbstoffenbarung könnte sein, das Gelbe, eine Beziehung oder ein Appell, dann wäre es natürlich das Rote.
Und ich lade euch ein, ihr dürft das auch in der Cafeteria gerne mitmachen. Ich sehe einfach nicht, was ihr aufhebt, aber ihr seht es dort untereinander, was das so ein bisschen für ein Bild abgibt. Also stell dir mal vor, du bist in einem Sitzungszimmer, ihr seid dort miteinander am Tisch, am Reden und jemand sagt in dieser Runde, das Fenster ist offen. Was hörst du? Mit welchem Ohr hörst du es jetzt gerade mal so spontan? Wenn jemand sagt, das Fenster ist offen. Jetzt ein bisschen aufheben, dass man es gut sieht. Also die Farbe sehe ich ein bisschen knifflig gerade, aber vielleicht kann man kurz ein bisschen mehr Licht im Saal machen und dann wieder nachher oben runternehmen. Genau, also wir sehen jetzt da schon, es hat einige Appellohren offen, die wären wahrscheinlich sofort aufgestanden und hätten das Fenster zugemacht. Wir haben aber auch andere, die hören dann total normale Sachinformationen. Das Fenster ist offen, das hat jemand bemerkt. Oder es ist eine Selbstoffenbarung, wahrscheinlich sagt die Person, mir ist kalt. Oder ich möchte heim. Oder was auch immer. Ich sehe jetzt gerade Beziehungsohren, sind jetzt gerade hier im Saal nicht so viel offen, aber vielleicht dann. Ich mache ein anderes Beispiel. Ihr seid im Auto, auf der Straße, irgendwo unterwegs. Ihr seid am Steuer, neben euch auf dem Beifahrersitz sitzt jemand aus deiner Familie, am besten der Ehepartner, wenn ihr einen habt, oder ein Freund, jemand, den du gut kennst. Und ihr fahrt so und irgendwann sagt dein Beifahrer, wir dürfen hier 100 fahren. Was hörst du? Wir dürfen hier 100 fahren. Wahnsinn, da hat es unglaublich viele Appellohren, aber denen auch. Ich höre aber auch Beziehungsohren, habe ich gesehen. Also die meisten hören, man sollte wahrscheinlich schneller fahren oder weniger schnell. Also mach etwas. Interessant, also ich habe ziemlich normal gesagt, wir dürfen hier 100 fahren. Es hat jetzt interessanterweise in dieser Szene fast niemand eine normale Sachinformation gehört. Aber es könnte auch eine Beziehungssache sein, es könnte nämlich auch heissen, ich fahre im Fall eigentlich besser, als ich es gemerkt habe, oder so. Oder auch umgekehrt, mega gut, dass du merkst, dass da 100 ist. Wobei, dann sagen wir es wahrscheinlich meistens nicht. He? Gut, das letzte Beispiel. Du hast gekocht, daheim für deine Kleingruppe zum Beispiel oder für deine Familie, Lasagne. Und stellst auf den Tisch, alle fangen an essen und dann sagt jemand aus dieser Runde, die du kennst, hast du ein neues Rezept probiert? Was hörst du? Hast du ein neues Rezept probiert? Dann müsst ihr länger studieren. He? Das könnte einen längeren Mittag geben. Interessant, da höre ich jetzt, sehe ich jetzt viele eher selbst. Da ist ein Kunterbund. He? Es hat da ein paar wenige Appelle, die wahrscheinlich heissen, bitte mach das nie mehr. Oder es könnte aber auch Selbstoffenbarung sein. Hey, meine Geschmacksnerven sind unglaublich ausgeprägt. Ich schmecke, dass das nicht gleich ist wie das letzte Mal. Oder natürlich, ich habe es nicht gern. Und dann hat es aber auch noch gesehen, habe ich gesehen, glaube Beziehungsohren, so ein bisschen, das kann man natürlich auch auf verschiedenen Ebenen ein bisschen ausdeutschen. He? Da heisst jetzt, wow, du hast dir Mühe gegeben, für mich ein neues Rezept auszuprobieren. Oder auch anders. Auf jeden Fall, wenn man das so sieht, oder nur so ein bisschen die Runde schaut, wir hören alle den gleichen Satz. Aber wir hören doch nicht alle den gleichen Satz. Die Theorie mit diesen vier Ohren, die haben wir wahrscheinlich nicht das erste Mal gehört. Die ist auch nicht gerade gestern, hat er die erfunden und auf den Markt gesetzt. Und sie ist echt simpel in der Theorie. Aber mitten in unserer Alltagskommunikation, mitten in unserem Miteinanderreden, ist es dann eben manchmal doch wieder hochkomplex. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, wie wir hier sehen, dass wir einander wirklich verstehen. Und ich glaube, das ist das, was uns gut tut, uns immer wieder mal, dass wir so klein versuchen, vor Augen zu führen. Bleibst du halt tot? Ist gleich, ich habe noch drei. vor Augen zu führen, dass es unterschiedliche Arten und Möglichkeiten gibt, wie ich Sprache, wie ich Sätze, wie ich Kommunikation kann interpretieren kann. Und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist in unseren Beziehungen, in unseren Familien, in unseren Ehen. Gerade auch dort, wo wir eigentlich schon lange miteinander unterwegs sind, gibt es ja manchmal die Gefahr, dass wir denken, ich weiss schon, was du meinst.
Du sagst ja immer, oder ich höre ja immer, oder? Und das sind so Voraussetzungen, die wir setzen. Ich weiss schon, was du meinst. Wir sehen, dass miteinander reden und einander verstehen eigentlich bedeutet, dass wir ständig interpretieren müssen. Es gibt noch ein anderes Modell aus der Kommunikation, das so über einen Sender und über einen Empfänger redet. Wir sind ja als Redende Sendende und als Hörende sind wir dann die Empfänger und etwa geht es dann so ein bisschen hin und her, auch wie bei einem Ballspiel. Wir wechseln dann die Rollen aus. Und in diesem Modell sagt es uns ganz simpel und einfach, dass wir als Sender aus dem Wortschatz von diesen 15'000 Worten irgendwelche Wörter rauszupfen und eigentlich einen Code machen. Also unsere Botschaft kodieren, die weiterleiten und der Empfänger auf der anderen Seite muss jetzt die Botschaft wieder dekodieren. Und genau dort dazwischen kann man sich vorstellen, hat es ganz viele Möglichkeiten für Missverständnis, für unterschiedliche Interpretationen. Eigentlich ist also Kommunizieren fast ein bisschen wie Morsen in der Jungschi. Nur, dass wir einen weniger guten Schlüssel haben im Alltag, um es zu entschlüsseln. Wir interpretieren ständig. In der Bibel finden wir auch Ratschläge für unser Kommunizieren. Tipps, Hinweise. Wir finden da Ratschläge für uns, wenn wir auf der Senderseite stehen. Da heisst es im Kolosser 4, redet mit jedem Menschen freundlich, alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Und jetzt bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Der Vers steht in einem Kontext, wo es auch darum geht, mit Leuten über den Glauben zu reden, zum Beispiel, die jetzt nicht schon immer mit mir über den Glauben redet, wo vielleicht nicht so regelmäßig auch in eine christliche Gemeinschaft hineingehen. Aber ich glaube, dass das nicht nur gilt für unsere Kommunikation irgendwann, sondern erst recht auch für unser Miteinander. Bemüht euch darum, für jeden das richtige Wort zu finden. Und auf der anderen Seite steht im Jakobus für uns als Empfänger, liebe Freunde, seid schnell bereit, zuzuhören. Aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Seid schnell bereit, zuzuhören. Also es geht da die Empfehlungen aus der Bibel, wo so darum gehen, hey, in unserem Reden, da geht es darum, dass wir uns bemühen, den Code so versuchen zu senden, dass ich den Empfänger im Blick habe, mich dem zuwenden und überlegen, für wer ist eigentlich meine Botschaft. Und auf der anderen Seite, ich als Empfänger, dass ich wirklich mich auch zuwende und schaue, woher kommt da, was kommt da mir eigentlich wirklich entgegen, bevor ich gerade schon das erstbeste Ohr oder das einzige Ohr zücke und meine Interpretation mache. Ich glaube, ich höre so durch die Ratschläge da, die uns so als Sender und Empfänger beim Miteinander reden gegeben werden, vor allem durch das Verstehen wollen beim Miteinander reden, viel mit Liebe zu tun hat. Dass es eine Konkretion ist von der Liebe. Und so fährt das sehr bekannte Lied über die Liebe aus der Bibel, das hohe Lied von der Liebe, wo wahrscheinlich schon vielen Traupredigten oder so vorgekommen ist, im 1. Korinther 13. Das Lied über die Liebe, das fährt mit der Kommunikation an. Es heisst dort, hey, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, also hey, wenn ich es perfekt sagen kann, der perfekte Gott, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Ich mache viel Lärm, aber es gibt dann wenig Verständnis. Die Liebe will eben nicht nur Recht haben oder die rechte Wort finden. Die Liebe ermöglicht Verständnis oder besser gesagt, die Liebe ringt, glaube ich, um Verständnis immer wieder neu. Sammy und ich, wir feiern jetzt dann im Frühling unseren 18. Hochzeitstag. Also unsere Ehe wird jetzt ein volljährig. Und miteinander reden, das ist schon immer etwas extrem Wichtiges gewesen für uns, auch schon vorher in unserer Freundschaft, damals noch auf Kosten von unseren Eltern, weil Telefonrechnungen hat man ja da noch keine Flatrates gehabt oder so. Auf jeden Fall ist das Reden miteinander, finde ich, etwas vom Besten, auch an einer Ehe, miteinander quatschen, miteinander debattieren, miteinander Herz teilen.
miteinander einfach auch erlebt zu verarbeiten. Und gleich, auch wenn wir jetzt eigentlich schon ziemlich viel Erfahrung so hätten, wenn wir immer wieder sagen und immer wieder an den Punkt kommen, dass Kommunikation, das Miteinander reden, etwas vom Schwierigsten ist. Etwas vom Herausforderndsten. Wir haben gerade auch ironischerweise, während ich da am Vorbereiten war, über das Miteinander reden, haben wir über ein Thema sehr intensiv müssen ringen miteinander um Verständnis. Und ich habe so gesagt, und jetzt gehe ich wieder schreiben über Miteinander reden. Schönen Nachmittag. Ja, es ist tatsächlich manchmal ein bisschen Arbeit. Auch dort, wo wir miteinander wollen, unterwegs sind. Aber ich glaube, dass das genau, oder für mich ist das so, dass es genau die Momente sind, wo Liebe ganz konkret wird. Dass dort, wo wir bereit sind, um Verständnis zu ringen und auch darum ringen, verstanden zu werden, dass das ganz viel mit Liebe zu tun hat. Ich möchte euch nämlich heute Morgen nicht eigentlich vor allem desillusionieren und so ein bisschen, dass man so sagt, ja super, da die vier Ohren und alles und wir verstehen einander ja einen Weg nicht. Das soll uns nicht in erster Linie frustrieren, sondern eigentlich motivieren. Dass nämlich, manchmal ist es doch einfach so unglaublich wohltuend, dass meine erste Interpretation von Wort nicht die ganze oder auch nicht die einzige Möglichkeit oder Wahrheit sein muss. Kommunizieren heisst teilen, miteinander teilhaben lassen, es heisst gemeinsam etwas machen. Kommunikation und Kommunität, das klingt ja fast gleich, also miteinander reden und Gemeinschaft oder Beziehung haben, das gehört einfach zusammen. Und dort, wo das Miteinander reden aufhört, dort hört irgendwann auch die Beziehung auf. Und so ist es. Das Gemeinsame, das Verbundensein von Beziehung, von enger Gemeinschaft und von guten Gesprächen miteinander, so ist es auch bei unserem Gott, wo wir nachher folgen. Das Johannes-Evangelium, das fällt an mit dem ein bisschen philosophischen Klang, was heisst, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Am Anfang ist das Wort. Der Luther hat vielleicht inspiriert von diesen Bibelversen mal den Satz prägt, dass unser Gott ein ewiges Gespräch ist. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Geist, der zusammen die Einheit bietet, ist ein ewiges Gespräch miteinander. Und sie nehmen uns eigentlich auch mit in das Gespräch hinein, das Beziehungswesen, das unser Gott ist. Und sie laden uns immer wieder ein, dass wir an das Ohr Gottes kommen und dort das Liebeslied hören. Wir singen es manchmal so miteinander. Und das, glaube ich, darf unsere Kommunikation beeinflussen. Wort hat Kraft, heisst es da auch. Und zwar Lebenskraft. Und auch unser Reden darf Potenzial haben, ein Stück weit ein Abbild sein von dem Reden, das passiert schon bei unserem Gott in dieser Gemeinschaft. Auch wenn ich ziemlich sicher bin, dass es immer ein bisschen bruchstückhaft wird bleiben bei uns, aber es darf etwas haben von dieser Lebenskraft, die da drin steckt. Und es hat ganz viel mit Nachfolge zu tun. So finden wir es auch im Kolosser, wo heisst, hey, alles, was ihr sagt und auch was ihr tut, aber alles, was ihr sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Unser Reden ist ein Teil von unserer Nachfolge. Und Menschen tun seit jeher beobachten, Menschen beobachten, der Forscher und Wissenschaftler, wie denn das da eben abläuft in dieser Kommunikation, in diesem kniffligen Prozess, den wir miteinander haben, wenn wir miteinander reden. Und nicht erst in der heutigen Zeit, wo wir dann das irgendwo in der Abteilung von der Psychologie oder von der Kommunikationswissenschaften finden, sondern auch schon in biblischen Zeiten hat man viel beobachtet. Und so wundert es eigentlich nicht, dass gerade in den Sprüchen, in der Weisheitsliteratur ganz viel über Kommunikation steht. Ich ziehe heute Morgen nur aus einem Kapitel raus, auch nur ein Vers, aber es hat dort drinnen noch ganz viele andere spannende, zum Glück. Zum Beispiel der bekannte Lügen haben kurze Beine, kommt genau aus dem Sprüch 12. Und dort drinnen wird uns wunderbar beschrieben im 12,18 das Potenzial von unserem Miteinander reden. Es heisst dort,
gedankenloses Geschwätz verletzt wie Messerstiche. Aber weise Worte sind heilsam wie Balsam. Weise Worte sind heilsam wie Balsam. Ich vermute mal, dass wir vielleicht alle schon Opfer geworden sind, auch von dieser Art von Messerstich. Und dass so Sticheleien manchmal Wunden hinterlassen, die sogar etwa die mal schlechter heilen als effektiv körperliche Wunden. Ja, unsere Zunge hat viel Potenzial. Der Jakobus sagt, sie kann einen ganzen Wald in Brand setzen. Viel Potenzial, um auch Gefährliches zu verbreiten. Messerstich oder Balsam kann mein Reden sein. Balsam. Aufzubauen ist der Plan Gottes, den er uns eigentlich gegeben hat, mit dieser Zunge, die als Potenzial hat, Waldbrände zu entzünden oder eben vor allem Messerstich in die Welt raus zu verteilen. Aber eigentlich hat er sie uns gegeben, um gerade auch in unserer Gemeinschaft, in unserem Zusammenwachsen, schreibt auch der Paulus dann davon, am gleichen Ort, wo wir da von dem Band von der Liebe, alle, die sich noch an das gelbe Band erinnern, vom Visionssonntag, den wir um uns geleitet haben, dort heisst es auch, hey, euch ein Reden. In dem Ort, wo wir zusammenwachsen wollen, wo wir näher kommen, soll für die anderen aufbauend sein. Balsam. Es hat Lebenskraft drin. Und das ist auch ein unglaublich geniales Potenzial, das wir hier haben, mit diesen Worten, mit dieser Zunge, die uns gegeben ist, mit dem Miteinander reden. Du hast Worte wie Balsam, wo du deine Kinder regelmässig einmassieren kannst. Dein Reden, mit dem kannst du deine Freunde aufbauen und ihnen damit Mut machen, ihre Gaben zu investieren. Unsere Kommunikation kann dazu dienen, dass Gnade Gottes verstanden wird. Wie Balsam. Das ist das Ziel. Und es ist natürlich immer wieder die Frage, gell, wie komme ich dazu, dass mein Reden mehr Balsam als Messerstich ist. Der Gegensatz, der uns hier vorgestellt wird, ist, Messerstiche sind so gedankenloses Geschwätz. Und der Balsam, das sind weise Worte. Und ich glaube, dass weise Worte immer wieder aus einem Herzen rauskommen, wo bereit ist, eben nicht nur selber viel zu reden, sondern selber viel auch zu hören, Worte zu nehmen, genau hinzuschauen. Und vor allem ein Herz, das bereit ist, über sich selber nachzudenken. Auch über Gedanken und über Gefühle, die unter der Oberfläche sind. Jesus hat einmal sehr eindrücklich davon geredet, dass das, was in unserem Herzen ist, das ist, was schlussendlich aus unserem Maul einfach rauskommt. Er beschreibt das Herz so wie die Schatzkammer, wo unsere Kommunikation, wo unser Reden sich bedient. Das heisst, da, vielleicht kennt ihr das bekannt, wenn es heisst, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das ist jetzt lutherisch, oder? Aber das ist das, was Jesus gesagt hat, das, was da drinnen steckt, das wird irgendwann durchkommen. Und mich hat das Jesuswort erinnert an ein anderes, sehr bekanntes Kommunikationsmodell, das eben durch das Beobachten der Menschen entstanden ist. Das ist das vom Eisberg. Wir wissen ja alle seit der Titanic, dass Eisberge bedeutend grösser sind als das, was oben raus schaut. Ein grosser Teil oder der Bärenanteil ist unter der Oberfläche. Und so ist es bei unserer Kommunikation eben auch. Auch wenn ich das immer wieder fast nicht glauben kann. Aber es sind 10-20%, die über der Oberfläche ist. Und das ist oft auch der verbale Anteil, die Sachebene, die Information. Und es sind 80-90%, die unter der Oberfläche sind, sehr oft der nonverbale Anteil, auch das, was wir durch Gestik, durch Mimik und so weiter weitergeben. Es ist, ich sage jetzt mal, der Teil auch eben von unserem Herz, dort, wo unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Instinkte, unsere Erfahrungen, aber auch unsere Ängste, Verletzungen und Haltungen verankert sind. Und die 80%, das sagen Kommunikationswissenschaftler, die werden immer Einfluss nehmen
auf unsere Art, wie wir reden, wie wir kommunizieren. Und vor allem wird eben ganz ein grosser Anteil gar nicht nur durch das produziert, wo wir genau ein Wort sagen, haben wir ja vorhin eigentlich auch bei diesen Ohren gemerkt. Wir sagen die gleichen Worte, aber es sind vielleicht eben genau der Tonfall, das ist die Situation oder was auch immer alles, oder die Erfahrungen, die dann ausmachen, was wir wirklich hören. Und darum haben E-Mails und WhatsApps und all die schriftlichen Kommunikationsmittel einmal ein ganz grosses Manko, weil sie den riesen Anteil an der nonverbalen Kommunikation nicht gleich möglich machen. Und durch das oftmals noch viel mehr Interpretationsspielraum geben und einfach für, vor allem auch für Konfliktkommunikation oder für sehr persönliche Sachen ungeeignet sind. Weil das nie wird das aufholen, was wir eben können, transportieren mit der ganzen Information. Ich habe gerade vor kurzem ein Erlebnis gemacht, wo ich gemerkt habe, dass die Prozentzahlen eben schon irgendwo stimmen. Da bin ich mit jemandem ganz kurz in einem Gespräch gewesen, das ich vorher noch nie gesehen habe. Und die Person, wenn ich nachher überlegt habe, was die gesagt hat, hat überhaupt nichts Falsches gesagt. Ihre Worte sind voll okay, aber ich bin nachher weggelaufen und dachte, die Person hat sich überhaupt nicht für mich interessiert. Und es war nicht das, was die Person gesagt hat, sondern es ist das war, was durchscheint. Und ich glaube, es ist der Eisberg, es ist die Ebene von diesen 80-90%. Es wird immer durchkommen, wie es Jesus schon gesagt hat. Das, was da ist, es wird durchdringen durch unser Maul. Und ich möchte uns heute einladen und ermutigen. Wir werden nächste Sonntag wird Daniel dann noch mal ein bisschen weitermachen mit dem Miteinander reden und dann noch ein bisschen mehr ins Gespräch selber eintauchen, was, wie wir dann vielleicht ein gutes Gespräch miteinander können führen und so ein bisschen das Gespräch von innen anschauen. Wir schauen, heute haben wir es mehr so ein bisschen von außen angeschaut. Was passiert da eigentlich, wenn wir miteinander reden? Und ich möchte dir Mut machen, einfach so vielleicht die nächste Woche mal zu nehmen und ein bisschen wieder mal achten auf Kommunikation, auf unser Miteinander reden, was da passiert, mit welchen Ohren du hörst. Mit welchen Ohren hörst du? Wir können dann nachher auch mal noch beim Kaffee austauschen, was eure Lieblingsohren sind. So. Hey, und probier doch nächste Woche einfach mal ein anderes Ohr aus. Oder stell mal die Frage bei deinem Gegenüber, was von deiner Sendung angekommen ist. Vielleicht nimmst du dir vor, in einem der nächsten Gespräche auch etwas von dieser Ebene, von dem Eisberg unter der Oberfläche in Erfahrung zu bringen. Wir können einander nämlich auch helfen, indem wir zum Beispiel einfach mal fragen, wenn jemand ablehnend ist, hey, was sind deine Befürchtungen? Oder was wünschst du dir eigentlich, um einander ein bisschen mehr sichtbar zu machen? Oder auch selber aktiv sichtbar machen, was da unter meinem Eisberg noch so alles ist, unter dem Wort, das ich jetzt gerade so sage. Nimm dir doch mal Zeit, nach einem Gespräch mit Jesus zusammen auszutauschen, was jetzt von meinem oder von deinem Herzen so durchgekommen ist in deinem Gespräch und wo er vielleicht auch etwas möchte aufzeigen, wo man auch dran gehen darf. Ich möchte kurz beten und oder das hinhalten und nachher dürfen wir miteinander auch vor den Gott kommen. Danke, Jesus, dass du immer wieder Wort hast für uns, wo wir, wenn wir von auch hören, wenn wir unser Ohr dir hin haben, das wollen wir jetzt auch gerade machen, in dieser Anbetungszeit. Wir wollen unser Ohr an dir hinhalten. Wir wollen nicht nur Lieder singen, wir wollen an dein Herz kommen. Und ich bitte, dass du etwas von dem Reden, von dir, wo da ist, dass du das uns ja, hörbar machst, dass wir dürfen Anteil haben dürfen, dürfen etwas von dem auch rausnehmen und in unsere Nachfolge. Hilf du uns in unserem Miteinander, in unseren Beziehungen, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Kleingruppen, in unseren Gemeinschaften da. Hilf du uns beim Miteinander reden. Dass wir da noch viel mehr können Herz teilen und noch mehr können die Liebe ganz konkret werden, indem wir um Verständnis ringen und um Verständnis beim anderen auch bemüht sind. So segne du uns. Wir wollen jetzt zu dir kommen und unsere Ohren an dir hinhalten. Amen.